So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Let's Play Parts. Und Taya will uns etwas sagen. Oh, warum müssen wir bloß bei diesem dämlichen Spielchen diese kleinen Nervensägen mitmachen? Aber was soll's, lass sie uns rasch finden, damit wir das hinter uns bringen können. Nur noch 9 Stunden und 2 Minuten bis zum Morgen. So, das heißt also, wir müssen jetzt in dieser Stadt diese kleinen Racker finden. Und die haben sich ja wohl hier irgendwo versteckt. Und wir haben auch nicht so viel Zeit. Mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich mich echt cool, da oben ist ein Herzteil. Schön, dass ich das jetzt auch mal weiß. Mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich mich beeilen soll. Und da haben wir doch erstmal einen. Oh, du hast mich gefangen. Jetzt sind nur 4 übrig. Ja, ich soll mich nämlich beeilen, da das anscheinend eventuell in Zukunft dann ziemlich knapp werden sollte. Und ich werde mich dann natürlich auch beeilen. Und ich muss jetzt aber die Augen aufhalten. Ich habe nämlich keine Ahnung, wohin müssen. Die verstecken sich irgendwo. 1 von 5 haben wir jetzt gefunden. Und oh verdammt, das ist bad. So, und 4 müssen wir also noch finden. Wo könnten die sich denn dann befinden? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich würde jetzt vermuten, dass ich in jedem Stadtabschnitt, sage ich jetzt mal, einer von den kleinen Rackern versteckt. Nur 4 geht's gerade. In dem Abschnitt finde ich jetzt einfach mal keinen. Woran kann das liegen? Entweder ich bin blind. Entweder du bist blind auf beiden Augen, du bist einfach nur blöd. Vielleicht hier auf dem Dach. Auch nicht hier. Ja, ihr sollt mich eventuell dann doch ein bisschen beeilen. Ich muss zugeben, ich habe ziemlich viel Angst, dass ich mir jetzt hier zu viel Zeit lasse. Aber das kann ich mir meinem besten Willen nicht vorstellen, denn es war ja ungefähr 9 Spielern gegenüber. Ich meine, ich bin ein neuer Spieler, ich kenne mich hier gar nicht so gut mit aus und ja. Das geht doch nicht. Wo kann sich der Boy der jetzt versteckt haben? Also ich würde jetzt mal vermuten. Oh ne, da können wir gar nicht raus. Wo sind diese kleinen Stinker? Hey, ihr kleinen Stinker, kommt mal raus! Ich suche euch! Aber hier befindet sich bestimmt einer von den kleinen, oder? Das ist irgendein Frosch oder so. Ja, das ist irgendein Frosch. Aber mit dem Frosch haben wir jetzt gerade nichts zu tun. Da muss doch einer von den Kids sein. Hey Kids, wo seid ihr denn? Oh, es war die Glocke. Oh, ich glaube, das war falsch. Da kannst du einen mit raus und... Oh, du hast mich gefangen! Jetzt sind noch 3 übrig! Der war hier in der Kiste. Das kann doch nicht sein. Die verstecken sich also auch noch in der Kiste. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Ja, wenigstens habe ich den einen jetzt gefunden. Also, wie gesagt, ich vermute, dass sich wirklich... dass sich jeder hier in irgendeinem der Stadtabschnitte befindet. Ich glaube, den Norden haben wir jetzt. Den haben wir, diesen kleinen Flussteil, den haben wir auch. Aber wo könnte ich denn noch befinden? Können sich auch nicht in Luft aufgelöst haben, diese kleinen Stinker. Ach, da ist einer, da ist einer. Da haben wir ihn. Ha! Super, jetzt haben wir dich auch noch gefunden. Okay, das heißt also, jetzt bleibt noch die Zentrale übrig und der westliche Part. Und da hätten wir jetzt alle gefangen. So, wo könnte sich denn jetzt zum Beispiel hier einer der Kleinen versteckt haben? Ich höre gerade die Musik gerade. Die, vor allen Dingen die da, die gerade eben. Die war gut. Die fand ich sehr schön. So, wo bist du? Wo bist du? Hier oben vielleicht? Na? Nee, anscheinend nicht. Wo kann sich denn der Kleine befinden? Ah, da unten! Erwischt! Tja, es bleibt nur noch einer übrig. Ja, ich habe ihn auch noch erwischt. Hier sind noch deine Brüder. Die Zeit, die geht so schnell. Das kann doch nicht sein. Ist das Spiel jetzt gleich schon vorbei, oder wie? Wenn ich mir jetzt zu viel Zeit lasse. So, hier muss ich jetzt auch noch einer befinden. Ach, da in der Kiste bestimmt, oder? Na, nicht in der Kiste. Da vielleicht? Auch nicht. Na, wo kann sich denn der Kleine dann versteckt haben? Also einer fehlt noch. Und wie gesagt, meine Vermutung ist, dass sich der Letzte jetzt hier befindet. Versuchen wir es doch mal hier entlang. So, hier aufs Dach. Okay, und dann? Wusste ich doch, da oben ist er. Oh nein, der Wicht! Jetzt habe ich euch alle gefunden, ihr kleinen Racker. Du bist ziemlich gut drauf, ein Deko-Kerl. Wärst du doch nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich in einen vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall, Dekus! Ja, ihr seid aber nicht nett. Tja, wir haben ein nichtmenschliches Kind aufgenommen. Und, Junge, Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Aber wie versprochen, verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen, also pass gut auf. Bist du bereit? Ja. 1, 3, 2, 5, 4. 1, 3, 2, 5, 4. Okay. 1, 3, 2, 5, 4. Das kann ich mir eigentlich sogar ganz gut merken.
Hoffe ich zumindest. 1, 3, 2, 5, 4. Wisst ihr, ich habe immer so eine kleine Schwäche, mir Zahlen einzuprägen. Da bin ich nie der Beste drin gewesen. Mein Cousin konnte das gut, ja, aber ich war da immer sowas von bad drin. Ja, hier bei, ich damals immer Dr. Kawashimas Gehirnjockey. Wisst ihr, alles, alle Kategorien, richtig gut drauf. Wisst ihr, richtig gut abgeschlossen. Und dann kamen diese Zahlen reinmerken. Ja, und da hatte ich immer so ein geistiges Alter von 60. Ich kann mir sowas einfach eigentlich gar nicht so gut merken. So, da haben wir dich. Wenn du hier vorbei willst, musst du mir den Code sagen. Der Code ist 1, 3, 2, 5 und 4. Oh, das stimmt, du kennst den Code. Das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, du darfst passieren. Ja, und wir sollten uns merken, dass wenn wir wieder ein junger Mensch sind, was wir wahrscheinlich irgendwann mal wieder im weiteren Verlauf der Story sein werden, dass wir dann zu den Jungs wieder zurückgehen können und die geben uns dann wohl ein Notizbuch. Es gibt jede Menge cooles Zeug im Haus dieses Sterntypen und es lebt die Bruderschaft der Bomber. Ja, ihr kleinen Bomber, ihr richtige Bomber-Hakans seid ihr. Wie mein Bro Hakan. Also auch so ein richtiger Bomberboy. So, und das ist jetzt wahrscheinlich so ein kleiner Untergrundpfad, der uns dann hier irgendwo rausbringt. Und ich sollte gar nicht viel Zeit mit Suchen verschwenden. Das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Ich kann nämlich nicht so lange hier im Wasser stehen. Also ja, Mann, dein Körper mag aus Holz sein, aber ein bisschen musst du schon aufpassen. Du müsstest 5-mal auf dem Wasser hüpfen können, bevor du untergehst. Sei vorsichtig. Okay, also gehen wir jetzt hier nach links oder gehen wir... Okay, links ist nicht richtig. Wir müssen einfach nur hier lang. So. Wir können also 5-mal auf dem Wasser jumpen. Das wissen wir mittlerweile aber sogar schon. Und dann war's das. Dann planschen wir runter. Weil wir sind ja zwar aus... Moment mal. Was ist das? Ich frage mich, woher der Sterngucker das Horrorkind kennt. Oh nein, die Zeit wird knapp. Wir bleiben nicht mal mehr 3 Tage. Ja, dann hör doch auf, mich voll zu labern. Dann bleibt mir auch länger Zeit. Ach man, Taya, du musst auch viel über mich lernen. Ganz ehrlich, du musst echt noch viel... Was war das denn? Ist das Bild jetzt gerade nur bei mir kleiner geworden? Oder wie? Dämmerung des 2. Tages. Was? Das ist bei 48 Stunden. Das kann doch nicht sein. Also wenn jetzt noch 48 Stunden... Nein, das darf nicht wahr sein. Das waren keine 48 Stunden. Never ever. Das muss ein Cheat sein. So, geh die Leiter hoch. Los. Nein, nicht hinab. Soll einfach nur schneller hoch. Warte, was ist das denn da oben? Muss ich das vielleicht abschießen? Ah, das ist ein Ballon, den ich abschießen muss. Na dann. Keine Ahnung, warum ihr da einen Ballon hingestellt habt. Höchstwahrscheinlich nur, um mich weiterer Zeit zu berauben. Aber gut. Ich will mal jetzt nicht so pingelig sein. So, und jetzt, was haben wir hier? Das müsste jetzt das Haus des Sterntypen sein, ne? Ich glaube schon. Es klingt jedenfalls hier nach Sternen. Yo, hey, Baby! Ich bin eine wandernde Vogelscheuche auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird wie im Flug vergehen, wenn du mit mir tanzt. Wenn du willst, Baby, dann lass uns die Zeit vergessen und bis zum Abend tanzen. Wollen wir tanzen? Nein. Ich habe nicht so viel Zeit. Schade, ich hätte mich gefreut, aber komm ruhig wieder, wenn dich die Tanzwut packt. Man sieht sich, Baby. Ja, Typ, ich habe leider nicht so viel Zeit. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich auch gerne mit dir tanzen, ja? Aber jetzt gerade ist es eher so... Nein. Eher nicht, okay? So, und das scheint auch gar nicht mal so verkehrt zu sein. Was haben wir jetzt hier eigentlich? Ganz viel, so ein kleines Sofa haben wir und... Ach, da ist ein Sterntyp. Sieh an, welch ein merkwürdiger Geselle kommt da in mein Haus. Bist du ein neuer Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein als die von diesen Rabauken, der zuletzt hier war. Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagte, er würde meine Mondträne stehlen. Er war völlig außer Rand und Band. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Uhrturms und sorgt dort für Unruhe. Willst du einen Blick durch mein Teleskop werfen? Wenn du es mir jetzt schon so anbietest, warum nicht? Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Wenn der Typ mir das anbietet, dann nehme ich dieses Angebot auch gerne an. So, was... Achso, ich kann das auch hier, wenn ich mein DS einfach neige. Okay. Aber so viel Zeit habe ich jetzt leider nicht, weil ich gesehen habe, dass die Zeit weiterläuft. Hast du den Unruhestifter gefunden? Drückst du A, kannst du zoomen. Suche nahe des Uhrturms. Ach, Moment mal, ich muss da sogar durchgucken. Ja gut, dann muss ich das sogar machen. Also nahe des Uhrturms. Okay, wie zoome ich jetzt ran? Mit A? Ah, okay. Und da haben wir ihn, auf dem Uhrturm. Erwischt, das Horror-Kit. Was macht der denn da oben? Und, oh, da oben ist der Mond!
Was ist das denn? Ist das eine Träne des Mondes? Oder was ist das? Das ist doch eine Träne des Mondes. Immerhin kam das doch vom Mond. Und er tanzt da munter fröhlich umher. Du Flop. Ja, was gibt's? Hast du den Unruhstifter gefunden? Und der laute Knall. Was war das? Vielleicht ist eine weitere Mondträne zur Erde gefallen. Geh durch diese Tür und schau dich draußen um. Ich frage mich, wie dieser Störenfried das Dach des Ohrturms gekommen ist. Der einzige Weg nach oben führt durch eine Tür, die sich nur am Vorabend des Karnevals öffnet. Ja, wie ist denn der er dann bloß da durchgekommen, ne? Naja, es ist das Horror-Kit. Er hat komische Tricks drauf. Und das ist eine Träne des Mondes, oder? Du hast die Mondträne gefunden! Eine unwirkliche Schönheit geht von diesem Edelstein aus. Ja, was können wir mit dem machen? Solche Dinge, die du für einen ganz speziellen Fall brauchst, nennt man wichtige Items. Berühre auf dem unteren Bildschirm, um zu sehen, was du so besitzt. Aber der Mond ist ja schon riesig. Er scheint jeden Moment einschlagen zu wollen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal auf das Horror-Kit konzentrieren. Wir wissen jetzt, wo es ist. Was machen wir also noch hier? Auf zum Uhrturm! Also wir sollen jetzt zum Uhrturm und der Mond sieht aber auch böse aus. Der Mond, der hat irgendein Geheimnis, wirklich. Der sieht nicht gesund aus und wir können jetzt, glaube ich, hier in unserem... Wir können jetzt im Status hier sehen, dass wir die Mondträne bei uns haben. Ist auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant. Ich frage mich, wofür wir die noch so brauchen werden. Und ich komme hier auf jeden Fall nicht vorbei. Das heißt, ich muss wohl wieder zurück. Oder? Ja doch, ich muss höchstwahrscheinlich wieder zurück. Durch, hier diese Sternenwarte da. Nehme ich mal an. Ja, ob das Observatorium. Hat der alte Mann uns noch was zu sagen? Was hat dieser Störenfried am Dach des Ohrturms zu schaffen? Ich hoffe nur, er hackt nicht wieder einen seiner üblen Scherze aus. Ja, der Typ scheint ihn auch noch zu kennen. Woher kennen die beiden sich denn bloß? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht so genau. Was ich jetzt aber jedoch weiß, ist, dass wir nicht so viel Zeit haben und jetzt auf jeden Fall uns sputen sollten, weil, ja, die 3 Tage sind bald vorbei und wir haben immer noch nicht die Maske. So, Moment, wie war das jetzt? Oh mein Gott, da ist eine Spinne. Das ist unser erster wirklicher Gegner, ne? Kann ich hier überhaupt besiegen? Ah, doch, kann ich sogar. Das wusste ich nicht, dass ich den jetzt schon besiegen kann. Was hat denn Taya zu sagen? Ach, egal. Taya, tut mir leid, aber ich muss dich jetzt erstmal gepflegt ignorieren, oder? Gut, jetzt wo wir also wissen, wo sich das Horror-Kit herumtreibt, lass uns in der Nähe des Ohrturms suchen. Vielleicht können wir so etwas in Erfahrung bringen. Oh nein, die Zeit wird knapp, die bleiben nicht mal mehr 2 Tage. Und jedes Mal, wenn du mich weiter ansprichst, vergeht mehr Zeit, Taya. Ich hoffe, das ist dir klar. Ja, und Zeit ist rar. So viel Zeit habe ich nicht. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt aber irgendwie in der Nähe des Uhrturms nach irgendwas Ausschau halten muss. Nach was genau, das weiß ich nicht. Und der Uhrturm, der liegt ja relativ zentral in der Stadt, ne? Das ist dieser eine Turm da. Dieser eine Turm. Dieser eine Punkt da rechts. Och Mann, das ist doof, dass man so einen Zeitdruck hat. In dem Spiel. Ich würde mich gerne weiter in der Stadt herumschauen, weil es so viele Orte gibt, an denen wir noch nicht waren. Und da ist auf jeden Fall jetzt der Uhrturm, ne? Das ist der Uhrturm hier. Die Frage jetzt gerade ist aber, wie kommen wir da hoch? Das ist doch der Uhrturm, oder? Ah, ich kann da sogar rein. Perfekt. Ich glaube, vorher konnten wir da sogar noch gar nicht rein. Nö? Ich glaube, das ist nicht so ganz richtig. Was ist eigentlich mit dir los? Hallihallo, ich bin ein Schiekerstein und du hast ein Problem, richtig? Es ist kaum zu übersehen. Kann ich dir mit meiner Talente aus einer misslichen Lage helfen? Ich schaff das auch alleine. Brauch den Stein noch nicht. Nein, ich brauch den Stein noch nicht. Definitiv nicht. Wo ist denn jetzt der Uhrturm? Der Uhrturm ist doch hier irgendwo. Wir kamen doch jetzt gerade aus dem Uhrturm raus. Willst du mich jetzt hier auf den Arm nehmen? Das ist der Uhrturm, ne? Ja doch. Wie komme ich denn dann da rein? Also Tai hat gesagt, ich soll mich hier mal in der Nähe umschauen. Da wird es wohl irgendwas geben. Was ist jetzt mit dem Typen hier? Vielleicht hat der was zu sagen. Hallo kleiner Mann, möchtest du nicht deine Rubine entdecken? Ach, das war der. Nein. Nein, wollen wir nicht. Ich vertraue dir schon, aber jetzt gerade habe ich doch ein bisschen Besseres zu tun. Warte mal, das ist doch jetzt hier... Was steht auf dem Schild?
ansehen. Die Tür zum Uhrturm öffnet sich nur um Mitternacht am Vorabend des Karnevals. Dieses seltene Schauspiel wird von einem Feuerwerk eingeleitet. Organisationskomitee des Karnevals von Umbruchstadt. Ja, okay. Schön und gut, aber ich will da rein. Was mit dir? Paul, ich denke, es gibt Besseres zu tun, als rumzuschirren und deine Füße zu betrachten. Okay. Ich bin jetzt gerade dann doch ein bisschen überfragt. Was mit dir? Ich laufe nicht davon. Ich bleibe bei meinem Meister. Ich bin anders als dieser Feiglinge. Ja, okay. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen planlos. Was ist denn jetzt das hier? Ist doch hier irgendein Briefkasten. Brief hier einwerfen. Katsching. Wähle auf dem unteren Bildschirm einen Gegenstand aus, drücke B, um den Vorgang abzubrechen. Nee, ich will da eigentlich noch nichts reinschmeißen. Ich weiß es nicht. Wo müssen wir lang? Vielleicht ist es ja auch gar nicht der Uhrturm, aber das ist auf jeden Fall der Uhrturm. Ich meine, da stand sogar so ein kleiner Hinweis drauf. Ja, ich habe mir den Code gemerkt, kleiner Mann. Da irre ich doch eiskalt hier rum. Vielleicht muss ich jetzt auch einfach warten, bis die Zeit vergeht. Ich meine, die Tür öffnet sich ja nur am Vorabend des Karnevals. Oder ich beende jetzt die Episode und warte auf eure Antworten. Also mein, oder was ich jetzt persönlich machen würde, eigentlich ist, ich würde warten. Also ich würde jetzt einfach warten. Doch. Ich würde jetzt einfach warten. Bis irgendwie Mitternacht ist. Ein weiteres Mal. Und dann würde ich erst weitermachen. Aber ist natürlich die Gefahr groß, dass ich jetzt einfach Zeit verschwende. Und Zeit ist wichtig in diesem Spiel. Ich weiß nicht so genau. Also da ist der. Das ist auf jeden Fall der Uhrturm. Aber da kann ich halt noch nicht lang. Aus der Stadt kommen wir auch nicht raus. Ich muss höchstwahrscheinlich einfach warten, bis diese Uhr am Turm aufgeht. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. So, vielleicht finden wir hier oben ja noch irgendwas. Irgendwas Interessantes. Das ist auf jeden Fall eine... Hier die Glocke ist da. Also wirklich brauchen tun wir die nicht. Ja, ich habe die Glocke geläutet, ich weiß. Ich weiß es gerade nicht. Das ist auf jeden Fall der Uhrturm. Und nach des zweiten Tages verbleiben 46 Stunden. Nee, es bringt nichts. Ja gut, Leute, ich würde einfach mal sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Falls euch die Episode gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Ihr wisst Bescheid. Mich sehr freuen und supporten. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode wieder von The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Und ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mit meiner Annahme richtig liege. Verdammt, wir werden angegriffen. Ob ich mit meiner Annahme richtig liege, dass wir hier noch gar nicht weiterkommen können und wir jetzt einfach abwarten müssen und die Zeit ein bisschen totschlagen, bis die Uhr aufgeht. Bis dahin, meine Freunde, vielen Dank fürs Zugucken, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Regi.